Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Infovortrag über die Schüsslerseite mit unserer Dozentin Frau Wellmann, Sabine Wellmann. Hallo. Und mein Name ist Julia Groß. Ich führe Sie heute ein bisschen durch das Abendprogramm. Eine kleine Moderation werde ich hier vollführen. Ich leite den Fachbereich der Naturheilkunde bei uns im ZFN. Mein Kollege Herr Siebert ist heute auch mit dabei. Er kümmert sich um die Schüsslersalze und um ganz, ganz, ganz viel mehr, vor allem eben um den ganzen Online-Bereich und ist immer für Fragen offen und hilft sehr gerne. Und er wird heute auch die technische Einführung für uns übernehmen, was ich persönlich sehr, sehr nett finde, weil damit habe ich auch immer meine Probleme. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Dieser Infoabend, habe ich eben schon erzählt, wird aufgezeichnet. Er wird auf unsere Homepage gestellt, damit eben auch noch viele andere Interessierte sich diesen Infoabend anschauen können. Insofern scheuen Sie sich dennoch nicht, Fragen zu stellen, sei es, dass Sie einfach mit Ihrem Mikrofon sich einfach freischalten und reinrufen oder den öffentlichen Chat nutzen, um Fragen zu stellen. Wie genau das alles funktioniert, erzählt Ihnen Herr Siebert. Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, dass er weiterschaltet, aber ich bin ja gerade der Chef an den Folien. So. So wird es heute Abend ablaufen. Der Herr Siebert erzählt Ihnen gleich was zur Technik. Dann erzählt Frau Wellmann Ihnen einiges über die Bachblüten. Und ich bin einfach dafür da, um Ihnen die Organisation dieses tollen Kurses näher zu bringen. Genau, das ist so der Grobplan. Ja. Heute erzähle ich über die Schüssler. Jetzt weil wir so viel gerade über die Bachblüten gesprochen haben. Das war noch voll in den Bachblüten. Also Sabine, die hat nämlich ganz toll bei uns den Kurs schon über die Bachblüten abgehalten und war eigentlich unsere Pionierin der Online-Veranstaltung, also der Webinare, eigentlich noch vor Corona, bevor wir überhaupt davon ausgegangen sind, dass wir hier mal ein paar Webinare machen, war die Sabine schon dabei und hat ihren Bachblütenkurs angeboten. Der lief so, ja, so nebenbei und es war eigentlich ganz, ganz schön. Und dann kam Corona und dann sind wir aber von 0 auf 100 in die Online-Schule gerauscht und haben jetzt hier täglich 2 bis 3 Webinare laufend und Ausbildungen und eben natürlich jetzt auch die Schüsslersalze. Das heißt, die Sabine werden wir noch in vielen weiteren spannenden Kursen hier sehen, weil wir unseren Online-Bereich immer weiter ausbauen. Ja, aber wir sind jetzt beim Thema Schüsslersalze und da machen wir natürlich dann auch gleich weiter. So, und zwar jetzt gebe ich aber weiter an Nepomuk. Nepomuk erklärt Ihnen jetzt mal die Technik. Und ich. Genau, nochmal Hallo von meiner Seite aus. Und genau, zur Technik. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, an dem Webinar teilzunehmen. Und zwar sehen wir das Mikrofon, was jetzt schon einige gemacht haben. Da kann man gerne sich zu Wort melden und direkt Fragen stellen. Einfach reinfragen, das Mikrofon anstellen und seine Frage loswerden. Und gibt keine blöden Fragen. Und dann haben wir hier den Hörer. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt mit dem Ton, mit dem Mikrofon, dann kann man sich über den Hörer nochmal rein und raus wählen. Und damit lassen sich die meisten technischen Probleme beheben. Mit der Kamera, selbsterklärend auch, kann man die ein- und ausschalten, wenn man möchte. Heute bitte nicht, weil es mit aufgezeichnet wird und auf der Webseite landet. Dann gibt es die Funktion, dass man mit seinem Cursor zwischen die Videos und die Präsentation fahren kann und dort das Verhältnis zwischen Präsentationen und den Videos verändern kann. Das kann sich jeder individuell einstellen, was er denn gerade mehr sehen möchte. Dann haben wir auf der rechten Seite die Möglichkeit, wie man hier sieht, einen Status zu setzen. Dazu klickt man auf seinen eigenen Namen ganz links und dann auf Status setzen. Und dann kann man zum Beispiel eine Hand heben, da wir jetzt so eine kleine Runde sind, einfach in den Chat reinschreiben oder direkt reinsprechen. Und dann haben wir zum guter Letzt auch die Möglichkeit, in den öffentlichen Chat reinzuschreiben. Da kann jeder seine Fragen reinschreiben und wir gucken immer mal wieder rein und greifen die Fragen auf und beantworten die auch so schnell, wie es geht. Genau. An der Stelle auch nochmal von mir einen schönen Abend. Ich bin jetzt immer mal dabei oder mal nicht. Mal schauen, wie die Anfrage ist an Support heute Abend. Super, vielen Dank, Nepomuk. Dann mache ich jetzt gleich mal weiter. Der Nepomuk stellt sich immer stumm, weil wir sitzen uns nämlich gegenüber und ansonsten würde es zu einer blöden Tonsituation kommen. So, aber jetzt kommen wir zu Sabine. Sabine ist, wie gesagt, bei uns Dozentin seit einiger Zeit, seit den Bachblüten als
Starterin für unsere Online-Kurse. Und Sabine, jetzt stell du dich doch am besten mal vor. Du kommst ja gar nicht hier aus der Münchner Richtung, sondern bist ja Richtung meiner alten Heimat. Ja. Daher, das ist immer ganz schön. So, erzähl doch mal bitte. Ja, herzlichen Dank. Ja, von mir auch nochmal ein ganz herzliches Hallo und schönen guten Abend an euch und Sie alle. Ja, wie Julia schon sagte, ich bin ja hier wirklich im Harz. Und das war also wirklich so, ja, die ersten Webinare, die hier am ZFN liefen, auch über die Bachblüten. Deswegen sagte Julia ja auch Bachblüten. Ja, also ich bin seit vielen Jahren Heilpraktikerin in eigener Praxis und habe da viele, viele schöne Therapiemethoden, die ich anwende. Bin medizinische Fachangestellte noch nebenbei. Das ist also so, ich sage jetzt immer so, das ist so mein Broterwerb, aber meine Berufung ist Heilpraktiker. Und ja, eigentlich bin ich schon, bevor ich überhaupt Heilpraktikerin geworden bin, also bevor ich die Prüfung bestanden habe, habe ich schon immer Kurse gegeben an diversen Schulen oder aber auch an Volkshochschulen oder so auch Laienkurse über diverse naturheilkundliche Themen. Und da hat man natürlich auch immer ein dankbares Publikum. Ja, sei es die Schüsslersalze, was natürlich auch viele Menschen kennen. Die meisten Leute kennen ja so die Nummer 7. Das ist so ein gängiges Mittel, nicht wahr, Julia? Genau. Die heiße 7 kommen wir nachher auch nochmal zu. Ja, und das macht mir also wirklich unheimlich viel Freude, da auch Therapeuten auszubilden, dass sie auch mit dieser wunderbaren Methode arbeiten können. Und ich bin immer so ein Freund von Zitaten. Da habe ich für heute Abend ein schönes Zitat rausgesucht. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Fand ich also sehr schön. Sie öffnen sich ja auch für was Neues, für eine neue Therapiemethode. Und ja, so wollen wir sie heute durch den Abend bringen und Ihnen erzählen, was unsere Ausbildung, unser Webinar über die Schüsslersalze für Sie bereithält. So, genau. Sabine, magst du sonst immer weiterklicken? Oder ja, ach so, kann ich auch. Dann, ja? Genau, dann machst du das einfach. Das ist vielleicht besser, dann weißt du, ja, warte mal, wo du bist. So, jetzt kannst du. Jetzt kann ich. Ich wollte sagen, eben war nämlich gerade der Button noch nicht da. Genau. Ja, jetzt frage ich natürlich einige. Schüsslersalze, was sind das denn überhaupt? Also Schüsslersalze, man darf das nicht verwechseln mit Salzen, also das Salz an sich, sondern es sind Mineralstoffverbindungen, die in unserem Körper vorkommen. Der Dr. Schüssler hat das damals erforscht. An der Asche von Verstorbenen hat er wirklich die Mineralstoffverbindungen herausgefunden, aus denen unser Körper besteht. Und seine These ist, dass wir in gesundheitliche Missstände kommen oder Krankheiten entwickeln, wenn wir nicht ausreichend von dem Mineralstoff in der Zelle haben. Also man kann also sagen, die Schüsslersalze sind diese Mineralstoffverbindungen, die wir ja ureigens in unserem Körper schon haben, die Missverhältnisse in der Zelle ausgleichen. Und wenn das richtige Verhältnis in der Zelle wieder vorhanden ist, dann kann der Körper in die Eigenregulation und in den Heilimpuls gehen. Von Dr. Schüssler sind 12 verschiedene Schüsslersalze erforscht worden. Er nannte das biochemische Heilmittel. Und nach seinem Tod fanden Nachfolger von ihm noch 15 weitere Mineralstoffverbindungen in unseren Körpern. Die Forschung ging natürlich immer weiter und man konnte das viel besser auch aufschlüsseln, sage ich mal. Deswegen sind die nicht von Dr. Schüssler direkt gefunden worden, sondern von den Nachfolgern. Und man nennt sie Erweiterungssalze. Das ist jetzt mal so grob angerissen.
Das heißt aber nicht, dass man die Erweiterungssalze jetzt nicht einzeln auch einsetzen kann. Im Praxisalltag wird es aber meistens so sein, dass man zu den Grundsalzen, also zu den 12, noch zusätzliche Erweiterungssalze einsetzt. Aber das lernen wir dann natürlich alles auch im Kurs. Die Frage, warum mich persönlich Schüsslersalze so interessieren, also ich bin eigentlich so ein bisschen über Umwege zu den Schüsslersalzen gekommen. Ich fand die Homöopathie ganz spannend und habe dann aber gemerkt, oh, das ist ja ganz schön viel, auch mit dem Repertorisieren, und habe mit den Schüsslersalzen eine gute Heilmethode entdeckt, die auch wirklich recht gut zu erlernen ist, weil es halt eine gute Übersicht ist. Ne? Also 12 Grundsalze, 15 Erweiterungssalze, das kann man sich relativ gut erarbeiten. Es ist eine sehr sanfte Heilmethode, wenn man sich das schon mal so vor Augen hält. Es sind ja alles Mineralstoffverbindungen, die unser Körper sowieso schon hat. Also wir führen da von außen nichts rein, was unser Körper nicht sowieso schon hat. Dadurch sind die Schüsslersalze natürlich unheimlich gut verträglich. Es gibt da also keine Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen. Und auch Erstverschlimmerungen sind gar nicht bekannt. Für Sie als Therapeut ist es auch ganz schön, dass man das wirklich mit allen anderen Therapiemethoden kombinieren kann. Also sei es, Sie arbeiten jetzt beispielsweise als Osteopath, da kann man dann die Schüsslersalze zusätzlich gerne einsetzen. Oder aber man kann sie auch zu der Homöopathie mit dazu nehmen oder zu den Bachblüten. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und natürlich auch, was für uns als Therapeuten ja auch immer relativ wichtig ist, auch mit der schulmedizinischen, unsere Patienten haben ja manchmal schulmedizinische Grundmedikationen, könnten Sie immer alle Schüsslersalze kombinieren. Also da beißt sich nichts, und das finde ich immer wunderbar, dass wir das also wirklich als Zusatz auch noch mit einsetzen können. Man kann natürlich auch Schüsslersalze als Monotherapie auch nehmen. Habe ich bei einigen Patienten hin und wieder auch schon mal gemacht, dass man da wirklich nur mit den Schüsslersalzen gearbeitet hat. Was für die Patienten auch immer sehr, sehr gut ist, es gibt da ein einfaches Einnahmeschema. Denn wir müssen ja auch mit der Compliance der Patienten rechnen, also mit der Bereitschaft des Patienten mitzuarbeiten. Wenn wir da ein einfaches Einnahmeschema haben, beispielsweise 2 Tabletten 3-mal täglich, dann ist das für die gut in ihren Alltag zu integrieren und aber auch, dass sie da mitgehen. Zudem sind die Schüsslersalze auch noch relativ kostengünstig, was man ja auch immer im Auge haben muss. Also ich meine, bei Ihnen und euch da unten in München, das ist ja eine relativ, ich sag jetzt mal, strukturstarke Gegend. Hier oben im Harz ist das halt ein bisschen anders. Da ist die Wirtschaftlichkeit manchmal auch gar nicht so gegeben. Wir haben also viele Betriebe, die leider schließen mussten. Und da muss man natürlich auch immer gucken, dass die Patienten sich da auch das gut leisten können und gut mitgehen können. Und das ist mit den Schüsslersalzen also wirklich gut gegeben. Zudem sind die natürlich auch bekannt. Ne? Also in den Apotheken stehen ja auch oftmals diese Fläschchen und Döschen rum. Also Schüsslersalze kennt eigentlich fast jeder oder viele. Was jetzt natürlich den Patienten auch nochmal so bewegt, ach Mensch, ja, die Frau Wellmann hat gesagt, Schüsslersalze, ja, das nehme ich, das kenne ich. Bei den Bachblüten beispielsweise ist das manchmal ein bisschen anders, da fragen die immer so, was ist das denn eigentlich? Ne? Deswegen, also ist das eine wunderbare Methode, die Sie und ihr in euer Therapierepertoire mit aufnehmen könnt. Wo man also wirklich sehr gut mitarbeiten kann und auch sehr gute Erfolge erzielt. Ja, das Webinar wolltest du jetzt kurz vorstellen? Ja, genau. Also das machen wir jetzt erstmal kurz im Groben. Das heißt, das Webinar ist ja aufgeteilt in ein Basismodul mit 8 Webinarterminen.
Die finden vormittags statt, freitags vormittags sind die Termine und es startet am 30.10. Also es geht jetzt schon bald los. Und in diesen 8 Terminen dieses Basiskurses lernen Sie jetzt, Sabine, musst du das natürlich erzählen, alles Wissenswerte über die ersten 12, über die Grundmittel. Was jetzt genau in den einzelnen Terminen besprochen wird, steht hier und wer natürlich, erzähl doch nochmal kurz, was jetzt eigentlich so die genauen Inhalte sind, bitte. Genau, natürlich. Also wie Sie da sehen, wir kauen wirklich alle 12 Grundsalze von der Pike auf durch. Also wir beleuchten sie von verschiedenen Gesichtspunkten. Wir gucken uns die chemische Zusammensetzung an und auch die Einsatzgebiete. Machen da natürlich auch immer wieder Wiederholungen zu den einzelnen Salzen, sodass Sie also in diesem Basismodul mit den 12 Salzen von Grund auf geschult werden. Bei den Darreichungsformen ist das natürlich immer noch sehr schön. Da gehen wir natürlich auch noch nicht nur die Darreichungsformen ein, weil das können Sie sich ja selber auch im Internet anschauen. Die Schüsslersalze gibt es als Tabletten, als Tropfen, als Globulis, sondern wir werden da auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten erarbeiten oder ich werde Ihnen die vorstellen. Beispielsweise gucken wir uns den Leberwickel an. Wir gucken, wie der Leberwickel funktioniert und auch mit welchem Salz man den denn am besten macht. Oder aber natürlich auch unsere gängige Methode, die heiße Sieben. Schüsslersalz heiße Sieben gucken wir uns auch an, wie man die bereitet. Oder was jetzt gerade in der kalten Jahreszeit im Herbst so wunderbar ist, zum Beispiel ein aufsteigendes Fußbad. Also welche Salze man da reinnehmen kann und wie man das durchführt. Ja, wir gucken uns natürlich auch an, was kann der Patient noch machen, um den Mangel an der Ursache zu packen. Ja, zum Beispiel ein bisschen Ernährungsbetrachtungen. Ja, wir gucken uns die Gruppenbetrachtungen an, sodass sie auch schon anhand des Namens so ein bisschen ein Gespür für die Indikation bekommen. Wir machen ganz, ganz viel Antlitzübungen, denn gerade im Gesicht sieht man den Menschen also manchmal einen Mineralstoffmangel an. Beispielsweise, wenn ich abends ein langes Webinar hatte und ich gucke morgens in den Spiegel, dann denke ich auch schon, oh Sabine, ja, man sieht es an, es war gestern anstrengend, ja, dann habe ich nämlich so ein bisschen Schatten unter den Augen. Und da werden Sie dann auch, genau wie ich, irgendwann ganz spitzfindig werden und sagen, ja, ich sehe das jetzt. Ich sehe, dass da im Gesicht sich was verändert hat. Und das gucken wir uns natürlich auch an. Dann darf ich kurz was dazwischen fragen? Wie ist denn das? Ist das nur eine Antlitzdiagnose? Oder zum Beispiel, weil man hat ja auch viel, gerade wenn es um Mineralstoffe geht, so die Haare oder die Fingernägel, spielt das da auch mit einer Rolle? Ja, es ist also auch teilweise die Haare, teilweise die Fingernägel und auch die Zahnspitzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel durchsichtige Zahnspitzen hat, dann ist das auch ein Hinweis auf den Mangel von Salz Nummer 1. Ach. Ja. Beispielsweise. Ja, und dann gucken wir uns natürlich auch an, es gibt auch so schöne Schüsslersalzkuren, nicht? Jetzt so gerade so zum Herbst, verschiedene Schüsslersalze, die unser Immunsystem so ein bisschen stärken oder so ein bisschen so eine Abnehmkur oder eine Nervenkur, Schüsslersalz-Nervenkur, dass man sagt, oh Mensch, ich bin im Moment in einer Prüfungssituation beispielsweise, dass man sagt, welche Schüsslersalze können da denn unterstützen. Und dann bin ich natürlich auch ganz, ganz arg auf Sie und euch angewiesen, denn wir gucken uns natürlich auch Fallbeispiele an. Das ist immer am schönsten, wenn wir da Fallbeispiele von Ihnen und euch aus der Praxis uns anschauen. Ich habe natürlich auch viele Fallbeispiele dabei, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass man natürlich ganz anders lernt und ganz anders das aufnimmt, wenn man da einen eigenen Fall mal vorstellen kann und sagen kann, Mensch, mein Patient hat folgendes Problem und wir erarbeiten mal zusammen als Gruppe, wie man denn den Patienten therapieren könnte. Also da freue ich mich sehr drauf. Und ja, das ist so im Groben das, was uns erwartet beim Basismodul.
Okay, das heißt, wir gehen dann nämlich weiter. Achso, du bist, warte mal, ich nehme das mal kurz wieder an mich zurück. Achso, muss ich jetzt weiterdrücken? Nee, jetzt kann ich weiterdrücken, jetzt habe ich das schon gemacht. Das heißt, das geht jetzt hier, das war jetzt eben die Vorstellung des Basismoduls. Jetzt geht es um das Fortbildungsmodul, was natürlich ganz wichtig ist. Man kann auch erstmal noch das Basismodul machen und im Anschluss sich dann überlegen, mache ich weiter. Also das heißt, es ist nicht zwingend, es sind nicht zwei Teile, die unbedingt zusammengehören, die aber sehr sinnvoll sind, zusammen zu machen. Und genau, dann haben wir noch vier weitere Termine, um eben noch die Ergänzungssalze zu besprechen. Genau, also wir haben ja da praktisch dann die Weihnachtsferien und dann kann sich jeder überlegen, ob er dann die vier Zusatztermine noch mitmacht, was uns natürlich sehr freuen würde, was auch natürlich die ganze Sache komplett rund macht, weil wir die Ergänzungssalze ja auch gut mit einsetzen können. Und natürlich, wenn Sie jetzt sehen, da haben wir jetzt zum Beispiel am 12. Termin haben wir ja nur zwei Salze. Selbstverständlich gestalten wir das individuell, dass wir auch Wiederholungen mit reinbringen können oder auch da auch Fallbeispiele mit noch bearbeiten. Also das ist halt das grobe Gerüst, was aber dann natürlich auf jeden Fall noch individuell auf die Schüler zugeschnitten erweitert wird. Genau. So, dann erzähle ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was alles in diesem Webinar enthalten ist. Sie bekommen von der Frau Wellmann ein umfangreiches Skript. Das bekommen Sie, das wird bei Ihnen im Portalbereich zum Download bereitstehen. Da finden Sie wirklich alle wichtigen Informationen zu den Schüsslersalzen und natürlich all das, was in diesem Kurs besprochen wird. Zudem gibt es auch noch die Präsentationsfolien. Also Sie haben ein Skript, was Sie vor sich liegen haben können und bekommen dann auch die Präsentationsfolien auch zum Download, also eigentlich ein Doppelskript. In diese Zusatzinformationen, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, die Frau Wellmann, die macht ganz tolle Rätsel, Fallbeschreibungen, die Sie alle zusätzlich noch bekommen zwischen den einzelnen Webinaren und wenn Sie beide Kurse gemacht haben, also das Basis- und das Fortbildungsmodul, bekommen Sie am Ende ein Zertifikat, also wirklich ein hübsches, gedrucktes, unterschriebenes Zertifikat, was schön in einer Praxis ausschaut. Und Sie haben auch die Möglichkeit, einen Test zu machen. Das ist Ihnen freigestellt. Es ist natürlich sehr hilfreich, auch für einen selbst, um einfach mal zu gucken, habe ich jetzt alles verstanden? Muss ich noch irgendwo noch ein bisschen nachhaken? Muss ich noch mehr nachlesen? Und das können Sie dann gerne können sagen, okay, ich mache jetzt den Test. Und genau, wenn Sie diesen Test gemacht haben, dann bekommen Sie nämlich auch das Zertifikat. So war das, genau. Ja, und dann erzählt Frau Wellmann Ihnen dann noch was über die weiterführende Literatur, welche sehr gut zu diesem Kurs passt, beziehungsweise welche bei dem Kurs am besten auch schon dabei sein könnte. Das kannst du noch mal kurz erzählen, wenn du magst. Ja, und zwar gibt es da wirklich zwei wunderbare Bücher, die ich Ihnen da auch wirklich sehr ans Herz legen möchte. Natürlich bekommen Sie alle Informationen zu den Salzen in dem Skript schon und auch natürlich auf den Präsentationsfolien. Aber um nochmal zu vertiefen, ist dieses Handbuch der Biochemie wirklich wunderbar. Und ich habe auch ich bin fies, ich gebe immer Hausaufgaben auf nach jedem Abend, was aber nicht heißt, also ich kontrolliere die nicht, ja, also wer die jetzt dreimal vergessen hat, der kriegt keinen Brief nach Hause von mir, sondern das ist also einfach nur, dass sie für sich dann gucken können, Mensch, was kann ich denn jetzt zu Hause in der Zeit zwischen den beiden Freitagen noch so ein bisschen vertiefen und da habe ich dann natürlich auch als Info, welche Seiten Sie in dem Handbuch da durcharbeiten können, dass Sie zu den Salzen nochmal direkt den Bezug bekommen. Wie gesagt, es ist nicht zwingend erforderlich, aber es wäre schon von Vorteil. Okay, um an diesem Webinar teilzunehmen, an dem Basismodul oder beziehungsweise noch einem Fortbildungsmodul, ist letztendlich haben Sie das alles jetzt schon gemacht. Das heißt, Sie melden sich mit Ihren Zugangsdaten, die immer Ihre Zugangsdaten bleiben werden, wieder im Portal an. Dort finden Sie dann den Kurs,
der Schüsslersalze und können daran teilnehmen. Das heißt, sie können entweder live dabei sein an den Webinaren oder sich nachher die Aufzeichnung anschauen. Auch die Aufzeichnung finden Sie in diesem Portalbereich, über das Sie jetzt eben auch schon reingekommen sind. Natürlich bekommen Sie vor dem Webinar noch eine Erinnerungsmail, dass Sie es auch nicht verpassen. Und viel brauchen Sie eigentlich nicht, jedenfalls nichts, was Sie nicht jetzt wahrscheinlich auch schon haben, also Ihren Rechner, eine gute Internetverbindung. Und wenn Sie sich wirklich aktiv beteiligen wollen an dem Webinar, ist es immer ganz gut, so ein Headset zu haben oder eben auch eine Kamera, damit Sie wirklich mit der Kamera auch dabei sein können, weil das wirklich nochmal viel mehr Spaß macht. Und ja, die Vorteile des Webinars haben wir jetzt nochmal aufgeschrieben, aber eigentlich wissen Sie das natürlich alles, dass Sie einfach von zu Hause aus das alles abhalten können, egal wo, Hauptsache Sie haben ein gutes WLAN. Sie können, wenn Sie live dabei sind, sich aktiv beteiligen, aber wenn Sie es nicht schaffen und die Webinare als Videomitschnitt anschauen, haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt bei uns einen Chat, das haben Sie vielleicht schon gesehen, als Sie sich jetzt in diesen Kurs eingewählt haben. Dieser Chat, der ist auch zwischen den Webinaren offen. Das heißt, da können Sie reinschreiben, Sie können untereinander kommunizieren. Die Frau Bellmann schaut rein und fragt und guckt, ob irgendwelche Fragen da sind oder stellt dort eben ihre kleinen Aufgaben ein, die Sie beantworten können. Wenn jetzt irgendetwas ist, was Sie vielleicht persönlich fragen wollen oder was Sie jetzt nicht unbedingt in einen öffentlichen Chat stellen möchten, dann können Sie auch der Frau Bellmann direkt Fragen per E-Mail stellen oder auch die Fragen an uns schicken, an den Herrn Siebert oder mich. Wir leiten es dann weiter. Sie haben die Möglichkeit, die Mitschnitte für 3 Monate anzuschauen, also 3 Monate nach Beendigung des kompletten Webinars, dann noch 3 Monate, also Sie schließen den letzten Kurs ab und ab dann haben Sie noch 3 Monate die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung anzuschauen. Ja, das sind so die ganzen Vorteile oder nicht nur die, also es sind viele, viele Vorteile. Sie haben das ja heute schon gesehen, als Sie sich hier angemeldet haben. Wir haben das alles sehr neu, ein bisschen neu strukturiert. Das ist dieses Portal, über das Sie sich einloggen und hier unter Meine Kurse werden Sie dann eben den Kurs finden und alle Zusatzinformationen. So, das ist das, was ich eben schon erzählt habe. Sie können eben zwischen den Kursen dort miteinander kommunizieren. Also Sie können das wirklich so machen wie eine richtige Klasse oder wie ein richtiger Klassenchat, den die Kinder jetzt mittlerweile auch alle per WhatsApp haben. Dann gibt es das jetzt eben bei unserem ZFN-Portal. Und dort können Sie sich über die Schüsslersalze austauschen. So, dann kommen wir zu den Kosten. Die Webinare dauern 1,5 Stunden, es sind 8 Stück. Und Sie haben, wie ich schon sagte, bekommen dazu ein umfangreiches Skript und den Foliensatz. Und Sie haben eben auch Zugriff zu den Aufzeichnungen. Und Sie werden natürlich von uns und von Frau Wellmann umfassend betreut. Wenn Sie sich jetzt für das Basismodul entscheiden, das kostet 240 Euro, falls Sie ZFN-Schüler sind, dann kostet es 220 Euro. ZFN-Schüler ist man bei uns, wenn man Ausbildung gemacht hat, also zum Beispiel die Heilpraktiker-Ausbildung oder die TCM-Ausbildung, also das heißt richtig längere Ausbildungen, dann bekommen Sie bei uns einen Schülerstatus, der ist 2 Jahre nach Beendigung der Ausbildung gültig und durch den erhalten Sie eben reduzierte Preise bei unseren Veranstaltungen. Sie können das Zusatzmodul eben natürlich danach buchen, wenn Sie mögen. Das kostet 120 Euro und für ZFN-Schüler 110 Euro. Sie können das natürlich auch sagen, so, ich weiß eh, dass ich das alles machen will und das ist total spannend, mache ich gleich alles im Kompaktpreis, dann sind das nämlich 340 Euro und Sie sparen sich einfach noch ein bisschen, beziehungsweise 310 für ZFN-Schüler. Genau, das können Sie alles bei uns auf unserer Homepage buchen, aber da komme ich später auch noch dazu, wie das alles möglich ist oder bei Herrn Siebert oder mir direkt. Aber jetzt sprechen wir nämlich über ein ganz spannendes Thema. Jetzt gehen wir nochmal richtig in die Schüsslersalze. Ich trinke da schon die ganze Zeit dran an Magnesium Phosphoricum. Das wurde mir heute nämlich schon empfohlen. Und jetzt bin ich gespannt, noch mehr darüber zu erfahren, was ich hier eigentlich trinke. Ja, also wir sehen, die Julia ist sehr,
sehr entspannt und gelockert und gelöst. Ja, also hier haben wir Ihnen nämlich schon mal so einen kleinen Ausblick auf das Webinar und auf diesen Präsentationsfoliensatz, von dem wir ja vorhin auch gesprochen haben. So werden die Präsentationsfolien aussehen. Also Sie bekommen den immer im Vorab schon eingestellt auf das ZFN-Portal, damit Sie sich das ausdrucken können. Das ist auch eine ganz gute Lernmethode. Ich habe das also immer so gemacht, wenn ich am Webinar mal teilgenommen habe, dann habe ich mir die ausgedruckt und da kann man sich nämlich auch gleich Notizen dabei machen. Ja, so wird also unsere Präsentation aussehen und ich habe Ihnen hier mal das gängigste Schüsslersalz eigentlich mitgebracht, die Nummer 7, Magnesium Phosphoricum. Das kennen wir ganz viele Leute ja schon als heiße 7, also eine Tasse heißes Wasser und man macht da so 10 Tabletten mit der Nummer 7 rein, ist auch ganz, ganz toll abends, wenn man mal nicht abschalten kann oder wenn man schlecht schlafen kann, dass man das abends vorm Schlafengehen trinkt. Und ich selber habe das schon erfahren und habe auch viele Patienten schon, die dann wirklich einen sehr erholsamen Schlaf haben. Ja, Magnesium, Phosphoricum. Darf ich kurz was fragen? Wenn du das kurz vorm Schlafen machst, nimmst du das eigentlich direkt vorm Schlafen oder kann man das jetzt auch, hilft das auch für den Schlaf, wenn man das jetzt nimmt? Und man geht erst um 11 ins Bett. Ja, also du wirst auf jeden Fall dann einen erholsamen Schlaf haben. Mhm. Das wird auf jeden Fall sein. Also natürlich hilft das auch schon, aber viele trinken das abends direkt vorm Schlafengehen nochmal, wenn sie dann halt abends nicht zur Ruhe kommt. Wenn also die Gedanken kreisen, wenn der ganze Tag nochmal so an einem vorbeirauscht und man sagt, eigentlich müsste ich jetzt ins Bett gehen, aber ich bin gar nicht müde und das lässt mich alles nicht los, dann machen das ganz, ganz viele auch nochmal so abends direkt vorm Schlafengehen. Kann man das zweimal machen? Also, dass man jetzt sagt, ich trinke das einmal morgens und einmal abends? Ja, klar. Dann bin ich total... Natürlich. Ist ja auch gerade so... Es ist ja auch nicht nur schlaffördernd, sondern wir sehen ja jetzt hier auch, Magnesium Phosphoricum hat ja auch das Thema Entspannung und Schmerzen. Wenn wir jetzt also uns vorstellen, wir haben uns mal einen Nerv eingeklemmt oder Zug im Rücken bekommen, dann hilft uns natürlich Magnesium Phosphoricum auch und dann sollte man das natürlich nicht nur abends nehmen, sondern sollte man es den Tag über verteilt nehmen. Das ist also wirklich durchaus möglich und das kann man sehr gut so einsetzen. Ja. Und noch ein ganz, ganz großer Tipp für Sie und für euch. Wenn man mal so einen Heißhunger auf Schokolade hat, ja, das kennt man ja ganz doll, dass man dann sagt, oh, ich könnte eine Tafel Schokolade verdrücken. Nehmen Sie oder nehmt ihr mal so 2, 3 Tabletten Magnesium Phosphoricum auf die Zunge und lutscht das. Der Schokoladenhunger ist dann verflogen. In der Tat. Und es ist ja auch so, also je süßer die Tabletten schmecken, je süßer die Tabletten schmecken, desto mehr merkt man auch, dass der Körper das Salz braucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Magnesium Phosphoricum benötigt und man nimmt die Tablette, dann schmeckt die wirklich so schön süßlich durch diesen Milchzucker auch und so. Nimmt man dann mal eine andere Tablette, wo man gar keinen Mineralstoffmangel hat, dann wird die Tablette nicht so süßlich schmecken und wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell im Mund auflösen. Das ist also wirklich so, dass der Körper sich das holt und macht, was er braucht. Ja, also unser Magnesium Phosphoricum, das Muskel- und Nervensalz. Das große Thema ist also wirklich Entspannung und auch ein großes, großes Schmerzmittel ist das natürlich in der Schüsslersalztherapie. Wir gucken uns an, wie ich ja vorhin auch schon sagte, die Antlitzzeichen, also was man im Gesicht sehen kann. Menschen, die Magnesium Phosphoricum benötigen, die haben manchmal so rote Flecken. Hektische Flecken, schnelles Erröten, so ein Hitzegefühl der Haut und man hat also rechts und links vom Nasenflügel so 2 rote Flecken. Und
Ich mache das meistens so, dass ich zunächst mir erstmal so ein Konzept im Kopf natürlich zurechtstricke und sichere das dann durch die Antlitzdiagnose nochmal ab. Aber das lernen wir natürlich im Kurs auch, ne, wie man das am besten macht. Ja, die Zunge kann man sich natürlich auch betrachten. Also wenn wir viele TCMler vielleicht sogar hier an Bord haben, die kennen ja sowieso die Puls- und Zungendiagnostik. Also auch die Zunge kann man sich anschauen. Hier beim Magnesiumphosphoricum sieht man jetzt nicht so viel, die ist rein und gegebenenfalls glänzt die so ein bisschen gelblich. Aber bei anderen Mineralsalzen haben wir dann durchaus auch mal so wie so ein grünlicher Belag, also voll eklig eigentlich, aber das gucken wir uns dann alles im Kurs an. Ja, Indikationen beim Magnesiumphosphoricum, ne? Beispielsweise auch Koliken. Ja, wenn man einen Bauchkolik hat, Gallenkolik, Nierenkolik, also sämtliche Art von Krämpfen. Juckreiz, Magnesiumphosphoricum ist auch juckreizstillend. Das lernen wir im Kurs, warum, aber man kann sich das natürlich vorstellen, es ist das Muskel- und Nervensalz. Und wenn da die Nerven gereizt sind, kann es ja durchaus auch zum Juckreiz kommen. Einschlafstörungen, Migräne, Schmerzen. Es gibt noch viele, viele andere Indikationen. Nur ich habe jetzt hier in diese Folien immer so die Hauptindikationen eingearbeitet. Im Skript werden Sie sehen, dass ich also wirklich für jedes Organsystem die Krankheiten zugeordnet habe. Und dann gucken wir uns natürlich auch immer noch mal an, wo kann denn das Salz-Magnesium-Phosphoricum bei Kindern eingesetzt werden? Ja, wir sehen hier also eine Hyperaktivität. Das bringt also das Nervensalz, nicht? Bringt also so hyperaktive Kinder so ein bisschen runter. Oder aber auch natürlich bei diesen sogenannten 3-Monats-Koliken, bei Zahnen, bei Schmerzen und aber auch bei Prüfungsangst, weil es einfach uns so ein bisschen reguliert. Dann habe ich für jedes Salz natürlich auch noch Indikationen der Frauenheilkunde mit reingebracht, weil ich ganz, ganz viele Patientinnen ja auch habe. Also ich habe ja ein großes Thema in meiner Praxis, dass der unerfüllte Kinderwunsch ist. Und da haben wir natürlich auch ganz viel in der Frauenheilkunde. Und da habe ich viel Literatur und da habe ich das natürlich für Sie auch mit eingearbeitet, dass wir wirklich so ein schönes rundes Konzept bekommen. Ach, Nepomuk nimmt auch gerade hier. Ihr esst keine Schokolade gerade, nicht? Mhm. Wir haben jetzt hier ja gerade meine Schüsseln geteilt. Wir sind also voll dabei. Ja, gut. Und ist der Hunger schon verflogen, der Schokoladenhunger? Mhm. Ja. Ja, tatsächlich. Und entspannt sind wir auch total. Ja, ist schön. Wir werden heute alle sehr gut schlafen. Ich glaube auch. Ja, also die Frauenheilkunde, ne? Also PMS, Menstruationsbeschwerden, na klar, bei den Krämpfen, ne? Muskelkrämpfe und aber auch, das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen paradox, aber ich habe in dem Frauenheilkundebuch wirklich mehrmals nachgelesen, es regt sogar auch die Wehentätigkeit an. Also da müssen wir als Behandler dann natürlich gucken, wenn wir da schwangere Frauen haben. Also so im letzten Teil würde ich jetzt erstmal dann keine heiße 7 bei den schwangeren Frauen anregen. Also anraten, ne? Weil es echt die Wehentätigkeit anregen kann. Aber das besprechen wir natürlich auch alles ausführlich noch im Kurs. Und ja, wo meine Kollegen schon so ein bisschen geschmunzelt haben, ich besitze selber ja 2 Hunde und ich weiß, dass ganz, ganz viele Heilpraktiker Tierfreunde sind, die also wirklich auch viele Hunde und Katzen haben. Und deswegen habe ich auch Literatur über Tiere und habe da nochmal reingetan, so als Zusatzbonbon praktisch, auch die Indikationen, die man bei Tieren, insbesondere bei Hunden, anwenden kann. Das
will ich jetzt nur mal der Vollständigkeit halber sagen. Das ist natürlich nichts, also wir machen jetzt hier kein Tierheilpraktiker oder so. Ne? Das ist einfach nur noch mal so ein Zusatzbonbon, wo ich gedacht habe, das kann man ruhig mal mit reinnehmen, dass man sich da also auch selber helfen kann. Oder wenn Sie Patienten haben, dass man sagt, Mensch, der Bello, der knabbelt sich immer so am Schwanz rum, dann nehmen Sie Magnesiumphosphorikum mal. Ne? Ja, und natürlich gehen diese Präsentationsfolien noch wesentlich weiter, aber das war jetzt mal so ein kleiner Ausblick, dass Sie auch wissen, was erwartet mich denn, was hat die Frau Wellmann denn hier so mitgebracht? Genau, wir haben Ihnen das einfach jetzt nochmal zusammengefasst, dass Sie genau wissen, wann es startet, wie lange es ist, das heißt von 11 bis 12.30 Uhr, also wirklich schön vor Mittagessen noch ein bisschen sich über die Schüsslersalze zu informieren und genau die genauen Kosten und was ist, wenn Sie eben das Komplettpaket buchen. Das heißt, hier alles nochmal auf einen Blick und das finden Sie auch alles bei uns nochmal auf der Homepage. Wie gesagt, der Infoabend wird ja aufgenommen und Sie können ihn sich, der steht, denke ich mal, in 2 Tagen auch nochmal auf der Homepage. Da finden Sie auch noch alle Termine und alle Kosten und natürlich auch die Möglichkeit zum Buchen. So, ich kann jetzt gar nicht, du musst jetzt weitermachen, glaube ich, Sabine. Ich hab hier den. Ja, genau, da können Sie einfach auch den Kurs buchen, hier eben bei uns auf der Homepage. Oder Sie rufen einfach an, entweder bei uns im Sekretariat, das sind die Öffnungszeiten unseres Sekretariats, oder so, Sie rufen einfach bei Herrn Siebert oder bei mir an oder schicken uns eine E-Mail und dann kommen Sie ganz einfach in diesen Kurs hinein. Vielleicht, genau, hier haben Sie Ihre beiden Ansprechpartner, ich bin jetzt von der Folie geflogen, irgendwie, nein, ich bin gar nicht mit drauf. Das heißt, die Frau Wellmann und der Herr Siebert, die sind, also der Herr Siebert ist hier der Hauptansprechpartner für Sie während Ihres Kurses und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, nicht nur bei technischen Fragen, sondern auch was die Organisation angeht. Da ist nochmal seine Telefonnummer und hier auch die Telefonnummer von Frau Wellmann und die E-Mail-Adresse. Wenn es um die Organisation geht, können Sie natürlich jederzeit am besten bei uns anrufen. So, dann hast du noch eine? Genau. Das können wir jetzt gemeinsam fragen, ob es noch Fragen gibt, ob Sie noch Fragen stellen möchten. Genau. Wir können auch, ja, wenn Sie jetzt Fragen nicht öffentlich stellen wollen, können wir auch die Aufzeichnung stoppen. Ansonsten können Sie auch gerne einfach noch was in den Chat hineinschreiben. Oder sich melden. Genau, oder sich melden, uns anrufen. Falls es keine Fragen mehr gibt, von unserer Seite möchten wir uns herzlich bedanken, dass wir diesen Abend mit Ihnen verbringen durften heute und wir freuen uns natürlich, Sie dann zu diesem tollen Webinar begrüßen zu dürfen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Sabine für die ganzen Infos. Also wir sind jetzt heute gut mit Magnesium versorgt und jetzt wissen wir nämlich auch genau, was wir nehmen. Genau. Und das ist ein großer Vorteil oftmals. Also ich bin jetzt schon Fan von den Schüsslersalzen. Das ist schön. Das ist schön. Ach so, wenn ich noch mal ganz kurz was anmerken kann bezüglich der Videoaufzeichnung. Was ich auch immer ganz, ganz toll finde, ist, dass man ja auch live bei dem Abend dabei sein kann. Oder beziehungsweise das wird ja ein Vormittag sein, dass wir da live bei den Vormittag bei sein können. Aber man kann die ganzen Themen nochmal vertiefen. Also wenn man jetzt sagt, oh Mensch, das ging mir alles zu flott heute Vormittag, ich muss mir das nochmal in Ruhe anhören, dann kann man natürlich auch dieses Video sich beliebig oft anschauen und kann vorspulen, zurückspulen und sagen, Mensch, bei Salz Nummer 3, da muss ich nochmal bei der Antlitzdiagnose, da würde ich nochmal genau hingucken. Also das ist auch nochmal zusätzlich so, ja, wenn man in der Schule nicht aufgepasst hat, dann hat man es nicht mitbekommen, aber hier kann man sich das halt nochmal als Video dann anschauen. Ja, das stimmt. Das ist gerade bei der Uhrzeit natürlich auch ganz toll, wenn man nebenbei noch irgendwie mal schnell das Mittagessen für die Kinder machen muss. Genau. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, wenn man steht in der Praxis und überlegt sich, oh, was war da noch?
Also das stimmt, das ist nochmal ein sehr guter Einwand. Ja, sehr gut. Dann Ja. würde ich sagen, auf Wiedersehen, Dann auf schönen Abend. Wiederhören, einen schönen Abend und bis bald, hoffe ich. Ja. So, ich mache